Hallo Leute, willkommen bei Stardew Valley. Dies ist Teil 8. Die letzte Folge wurde sehr kurzfristig und abrupt beendet, weil ich so fleißig war, dass ich bewusstlos zu Boden gegangen bin. Ja, und jetzt liege ich hier im Bett und bin erst halb ausgeschlafen und irgendwie wurde mir auch wieder Geld gemopst, so wie es aussieht. Mein Hofbuch zappelt schon wieder. Fertig. Belohnung. Erste Schritte. Benutze eine Hacke. Ich kriege hier... Na, oh, ich kriege eine Belohnung. Das ist gut. Belohnung ist prima. Jetzt haben wir wieder über 1000. Ah, und ich weiß jetzt immer noch nicht, was wir für eine Jahreszeit haben. Erfährt man vielleicht auch hier irgendwo. Inventar. Fähigkeiten, Soziales, Karte, Herstellung, Sammlung, allgemein, Spiel verlassen. Nö, aber wir können jetzt hier ja eine Kiste bauen. Das wollten wir ja. Und? Kann ich die nicht hier hin irgendwo... Na sowas. Geht anscheinend nicht. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Wie kann ich die wegschmeißen? Dann habe ich die vielen Holzstämme verloren. Nein. Aber es hat mich ja auch nicht mehr hier rausgelassen. Das heißt, ich muss erst hier irgendwas... Das ist gemischte Saat. Na, das ist doch gut. Ich gucke mal, ob ich hier diese merkwürdige Pastinake irgendwo hier hinlegen kann. Pastinake essen. Ich esse sie jetzt einfach mal. Und, oh, bringt mir immerhin Energie. Das ist gut. Ich habe tatsächlich mein ganzes Holz verloren. Nein. So viel Holz geklopft habe gestern, dass ich zusammengebrochen bin. Ah, Tanner, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat. Aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf. Ja. Ich werde jetzt mal gemischte Saat ausbringen. So. Gut. Immerhin etwas. Das Problem haben wir immer noch nicht gelöst. Wir haben immer noch keine Kiste. Wenn ich das geahnt hätte, dass man vorher einen Platz im Inventar braucht, bevor man so eine Kiste bauen kann. So. Ich werde jetzt hier heute nicht so viel Holz hacken. Sonst kriege ich ja wieder Probleme. Bin gespannt, was dies hier eigentlich ist. Was ist denn das? Gucken wir mal. Vielleicht kann ich mir das nehmen. Oder muss ich das... Es sieht doch aus wie interessante Pflanzen. Kann ich das vielleicht mit der Grabeerde um? Und das ist... Gras zu Heu schneiden. Wenn man ein Silo hat. Tja... Kriege ich mir irgendwie auch nichts von. Nicht mal Fasern. So. Wir arbeiten uns jetzt noch da zu diesem Holz vor. Und dann gucke ich mal auf der Karte...
probiere ich es nochmal mit den Frühlingszwiebeln. Ja, wo der Fluss einmündet. Stimmt das auch? Frühlingszwiebeln im Südwesten, Flussmündung, das wäre hier. Also wir probieren das einfach nochmal. Und wenn ich hier nicht durchkomme, wegen Holz, dann hacke ich die halt in der Zwischenzeit kurz weg. Aber ich lege es jetzt nicht mehr drauf an, unbedingt 50 zusammenzukriegen. So. Na, hier sind schon noch einige Holzstämme. So, mit etwas Glück kriege ich noch mal 50 zusammen. So. Na, hier ist immerhin ein Weg. Das ist gut. Jetzt gucken wir nochmal. Oh, ich habe wieder gemischte Saat gekriegt. Das ist gut. Okay, jetzt muss ich mich irgendwie links halten. So. Da kommt das Gewässer. Ach, das ist wieder so, dass es nicht genau angezeigt wird, wo ich tatsächlich bin, sondern nur ungefähr. So. Was ist das? Nichts. Oh, und ich könnte natürlich auch öfters mal Fernsehen gucken, aber ich fühle mich jetzt schon etwas überfordert von den vielen Möglichkeiten und von den vielen Pflichten. Löwenzahn. Und jetzt haben wir wieder keinen Platz im Inventar. Ja. Vielleicht finde ich ja noch mehr Löwenzahn. Da ist einer. Oh, hier ist ein Turm. Aber hier ist auch ein kleiner Berg. Jetzt erstmal Axt. Was ist denn da? Vielleicht lege ich den Löwenzahn wieder ab. Oh, kann man essen? Kann man essen? Ja, gibt Energien. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. So. Hm, da ist noch irgendein Blümchen. Dann eigentlich wollte ich jetzt nicht zu einem Hexenturm. Oder was das ist, aber ja, nimmt man halt mal mit. Das müssen wir ja erstmal. Oh, schade, ich kann den nicht auf die rechte Seite des Bildes kriegen. Gucken wir mal, ob wir da rein können. Nein. Ja, es ist verschlossen. Du kannst aber jemanden darin hören. Tja. Was ist das? Ah, die sind hier wo alle noch höher. Tja, komme ich nirgendwo weiter. Nun gut. Wie spät ist eigentlich? 16.30 Uhr. Was ist wohl das? Ich guck mal. Es ist etwas, was ein Geräusch macht. Und diese Dinger hier, da muss ich hier wieder in den Lebensteil. Die sind offenbar nix.
dies ist das übliche Gebüsch. Da ist Müll. Also irgendwie bringt diese Jagd nach den Frühlingszwiebeln nicht viel Erfolg. Bisher. Ja, ich guck mal, ob jemand in diesem alten Haus wohnt. Sieht verlassen aus. Na gut. Uhr 20, dann sollte ich nach Hause gehen. Ah, hier ist noch was. Das sieht so aus, als könnte man das sammeln. Wilder Meerrettich. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Könnte man vielleicht verkaufen. So, jetzt muss ich den Weg zu meinem Haus zurückfinden. Na prima, super. Und jetzt gehen wir wieder hier lang, weil dort habe ich schon freigekloppt. So. Dann nehmen wir hier wieder die Axt in die Hand. Holz. Tja, vielleicht wird es ja morgen noch mal was. Und ich habe gemischtes Saatgut gekriegt, immerhin. No. Ob ich da auch gemischtes Saatgut kriege? Nee. Auch wenn das so ähnlich aussieht. Und hier? Vielleicht muss ich das anders nehmen. Ich guck mal. Nee, so geht das nicht. Dann pflanzen wir das auf jeden Fall mal. So. Damit wenigstens überhaupt irgendwas wächst. So. Und dann lege ich den wilden Meerrettich hier in diese Verkaufskiste rein. Damit ich mal wieder was zu verkaufen habe. Okay. Gut. Ja, und dann ist auch schon wieder Zeit zum Schlafen gehen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.